Kaufhof stellt Betriebsrentenzahlungen ein. Ist meine Betriebsrente für immer weg? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Viele Betriebsrentnerinnen und Betriebsrentner, also die jetzt schon in Rente sind, Mitarbeiter, ehemalige Mitarbeiter vom Kaufhofkonzern, bekommen ab sofort ihre Betriebsrente nicht mehr ausgezahlt. Kaufhof steht unter dem insolvenzrechtlichen Schutzschirmverfahren. Das heißt also, es geht hier spitz auf Knopf um die Existenz von Kaufhof. So wie ich auch erfahren habe, wird Kaufhof auch viele tausend aktuelle Angestellte wohl in Deutschland entlassen werden oder entlassen müssen. Schlichtweg ist es im Insolvenzverfahren oder in dem Schutzschirmverfahren. Kaufhof darf in dieser Art des insolvenzrechtlichen Verfahrens die Zahlungen an Dritte nicht mehr leisten. Das heißt also, der Betriebsrentner bekommt schlicht und ergreifend seine Betriebsrente vom Kaufhof nicht mehr ausgezahlt. Aber trotzdem, es gibt Glück im Unglück für die Betriebsrentnerinnen und Betriebsrentner von Kaufhof. Das kann ich Ihnen schon sagen. Kaufhof ist Mitglied im sogenannten Pensionssicherungsverein mit Sitz in Köln. Und dieser Pensionssicherungsverein ist dafür da, dass Betriebsrenten dann immer weitergezahlt werden, wenn ein Unternehmen in die Insolvenz geht oder von Insolvenz bedroht ist. Und genau hier greift jetzt dieser Schutzschirm auch für die Betriebsrentnerinnen und Betriebsrentner. Die bekommen dann ihr Geld zeitlich versetzt von dem Pensionssicherungsverein bezahlt. Wie lange selbst der Pensionssicherungsverein überhaupt in der Lage ist, bei Insolvenz von auch vielen anderen Unternehmen, die ja jetzt möglicherweise aufgrund der Covid-19-Pandemie drohen könnte, das zu zahlen, ist noch ein ganz anderes Thema. Die Finanzmittel sind zumindest da, aber auch nur begrenzt. Aber es gibt natürlich noch ein anderes Problem, das sich nicht an die Kaufhofmitarbeiter richtet oder Betriebsrentnerinnen von dort richtet, sondern so allgemein, vor allen Dingen bei den Leuten, bei den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, die Betriebsrenten aus Pensionskassen bekommen haben. Dort sieht die Lage wirklich ganz, ganz schlimm aus. Wir haben hier erfahren, dass viele Pensionskassen unter Aufsicht der BaFin stehen und hier die Gefahr droht, dass es sogar bei einzelnen Pensionskassen zum Totalausfall kommt. Und das Schlimme bei der ganzen Sache ist, dass viele von diesen Pensionskassen überhaupt nicht in dem Pensionssicherungsverein mit drin sind und somit die Betriebsrenten im Falle einer Insolvenz dieser Pensionskasse letzten Endes nicht mehr ausgezahlt werden kann. Ein ganz schlimmes Szenario. Und wir wissen auch, dass viele Pensionskassen die Betriebsrentenzahlungen schon gekürzt haben. Das heißt also, Tausende von Betriebsrentnern bekommen ja jetzt schon viel weniger Betriebsrenten, als ihnen in Wirklichkeit zusteht. Und eines kann ich Ihnen auch sagen, Sie können gerne dagegen klagen vor dem Arbeitsgericht gegen Ihren Arbeitgeber. Wenn der pleite geht, sehen Sie von dem auch bloß kein Geld. Also das sollten Sie sich bitte ganz genau überlegen, ob das wirklich Sinn macht. Näheres zum Thema Pensionskassen, Insolvenzverfahren, Betriebsrenten finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.